Willkommen beim dritten Kapitel, dem Vorgriff auf die Elemente des Euklid. Zur Erinnerung, mit Euklid befinden wir uns in der alexandrinischen Periode. Die verdankt ihren Namen Alexander dem Großen oder noch genauer eigentlich der 331 vor unserer Zeitrechnung in Ägypten gegründeten Stadt Alexandria. Aber dazu erfahren wir dann auch mehr, wenn wir uns dieser Periode noch eigens widmen werden. Wir picken uns hier jetzt einfach mal nur den Euklid und dessen Elemente heraus, ein Werk, dessen Einfluss auf die weitere Entwicklung der Mathematik sowohl in den westlichen Ländern als auch in den Ländern des Islam eigentlich kaum unterschätzt werden kann. Wenn irgendwo von der griechischen Mathematik die Rede ist, dann ist damit fast immer Mathematik im Stil von Euklids Elementen gemeint. Die Erzählung geht dann in etwa so, wie jetzt folgt. Die alten Griechen entdeckten die Macht des Denkens, die Logik und damit auch die Möglichkeit der Mathematik. Das wird so als so eine Art Dreischritt verkauft. Erstens, man stellt fest, dass man durch reines Denken Erkenntnis erzielt. Zweitens, damit das aber klappt, muss man sich an gewisse Regeln des Denkens halten. Das sind die Gesetze der Logik. Und drittens, dabei ist insbesondere ganz wichtig, dass man die Wahrheit eines logischen Schlusses dann annehmen darf, wenn die Voraussetzungen des Schlusses wahr sind. Und in der Tat stellen die Elemente des Euklid das Mustervorbild der axiomatisch-deduktiven Arbeitsweise dar, das quasi die gesamte westliche Mathematik über Jahrhunderte, ja Jahrtausende stilgebend prägen wird. Da Euklids Elemente weit überwiegend der Geometrie gewidmet sind, also Zahlentheorie spielt dann auch noch eine große Rolle, aber Geometrie sind halt die ältesten und wichtigsten Bücher, hat sich dieser Argumentationsstil also zuerst in der Geometrie entwickelt und wurde dann zum Vorbild für Argumentationen in der gesamten Mathematik, eben zunächst auch in der Zahlentheorie und dann auch weit über die Mathematik, zum Beispiel auch in den Naturwissenschaften hinaus. Wenn Sie mal irgendwo so lesen, dass etwas More Geometrico gezeigt wird, dann meint das im Stile der Geometrie etwas zu beweisen und das meint dann immer so beweisen wie in Euklids Elementen und das meint letztlich axiomatisch deduktiv. Kann man sich fragen, wie es zu dieser Entdeckung des logischen Beweisens gekommen ist? Die Entdeckung setze ich mal bewusst in Anführungszeichen. Ob Mathematik entdeckt oder erfunden wird, ob sie also unabhängig von dem Menschen existiert und nur gefunden werden muss, oder ob das jemand ganz neu schaffen muss, das ist eine spannende philosophische Frage. Aber Philosophie der Mathematik, das ist eine ganz eigene Lehrveranstaltung, die macht nächstes Semester wieder der Kollege David Kolosche. Da will ich mich jetzt nicht in diese Diskussion verstricken, was da jetzt richtig ist. Man hat das Aufkommen der deduktiven Methode in der Geometrie mathematikhistorisch jedenfalls auf drei unterschiedliche Arten zu erklären versucht. Die soziopolitische Hypothese, die geht von einem engen Zusammenhang von dieser Art mathematisch zu argumentieren und zu begründen mit den aufkommenden bürgerlichen Freiheiten in der griechischen Polis aus. So etwas wie Redefreiheit und eine Diskussion um öffentliche Angelegenheiten, in der sich dann alle, die in dieser Staatsform jetzt als Bürger galten, beteiligen durften, das war einerseits vielleicht eine Voraussetzung dafür, überhaupt ein gewisses Vertrauen in das eigene Denken zu entwickeln und sich auch in der Mathematik nicht mehr mit so bloßen Appellen, so geht das halt, abzufinden, sondern auch wirklich Begründungen einzufordern. Und umgekehrt hatte dann die Art, wie man so logische Argumente aufbaut, die in der Geometrie eben reichlich zum Einsatz gekommen ist und dann später in der Zahlentheorie, auch wieder Rückwirkungen auf die politische Rede und Argumentationen im öffentlichen Raum gehabt. Die internalistische Hypothese kommt bescheidener daher. Sie geht davon aus, dass die Art des Beweisens sich aus innermathematischen Gründen entwickelt habe, genauer aus dem Bedürfnis, die ganzen Unsicherheiten und Widersprüche, die sich in der den Griechen zugänglichen ägyptischen und babylonischen Mathematik auftaten, zu klären bzw. zu bereinigen. Die Hypothese des philosophischen Einflusses ist dann so ein wenig so ein Mittelding. Während die soziopolitische These die Mathematik als direkt durch gesellschaftliche Verhältnisse gesteuert darstellt und die internalistische Beweisen als eine rein innere Notwendigkeit der Mathematik behauptet, werden hier
die an den wissenschaftlichen Ausbildungsstätten maßgeblichen Philosophen quasi verantwortlich gemacht, die sich eben fast alle auch der Mathematik gewidmet haben und die werden so als eine Zwischeninstanz eingebaut. Die Philosophen haben eben Maßstäbe des rationalen Denkens und zulässigen Argumentierens entwickelt und die sind dann als Normen an die Mathematik herangetragen worden und denen ist dort zunächst in der Geometrie sehr früh besonders konsequent Folge geleistet worden. Mittlerweile kann man sagen, die These 2, die gilt als eher nicht mehr haltbar. Eine Mischung aus der ersten und der dritten, also diesen beiden externen Einflüssen, wird für deutlich wahrscheinlicher gehalten. Doch was sind nun Euklids Elemente und was ist denn darin enthalten? So es sich bei Euklid um eine historische Person handelt, so hat dieser an der großen Akademie in Alexandria, dem sogenannten Museion, gelehrt. Die Elemente hatte schon lange vor Euklid gegeben, so eine erste Version dürfte wohl schon Hippokrates geschrieben haben, stammt also aus der ionischen Periode. Diese wurde dann in der athenischen Periode unter anderem von Eudoxos um weitere Teile und deutlich mehr Beweise erweitert. Euklids Version ist jetzt gewissermaßen so die Definitive Edition oder halt so eine Art Director's Cut von diesen Elementen. Sie stellt den Wissensstand auf den Gebieten Geometrie, Zahlentheorie und Stereometrie, also räumliche Geometrie, auf der Höhe der damaligen Zeit dar. Das ändert wenig daran, dass es sich nicht nur vom Alter her um eine eher staubige, trockene Lektüre handelt. Viktor Katz beschreibt den Stil bündig mit No examples, no motivation, no witty remarks, no calculation. Und das ist eben ein Stil, dem ja bis ins 21. Jahrhundert ja angeblich die eine oder andere Fachvorlesung noch sehr zugetan ist. Definition, Satz, Beweis, wie man so schön sagt, wobei man nicht auf die Axiome vergessen sollte und die Übersetzung dieser Begriffe Definition, Satz, Beweis, Axiome aus dem Griechischen heraus ist auch nicht ganz einheitlich. Definitionen übersetzen einige als Erklärungen, Axiome heißt bei Euklid Postulate und Grundsätze, wird also nochmal unterteilt und Sätze und Beweise werden eigentlich in Form von Problemen oder Propositionen dann präsentiert. Abgesehen von einzelnen Fragmenten, da sehen Sie so einen kleinen Ausschnitt auf der rechten Seite, sind uns die Elemente nur so in etwa 1000 Jahre jüngeren Abschriften erhalten geblieben. Das Werk hat sich auch danach recht gut gehalten. Es ist eines der ersten und am meisten gedruckten Bücher in Europa und war so bis ins 19. Jahrhundert hinein eines der wichtigsten Lehrbücher der Mathematik, insbesondere dann im 19. Jahrhundert eben auch an Gymnasien, also durchaus in der Allgemeinbildung. Die Elemente gliedern sich zur Zeit Euklids in insgesamt 13 Bücher, wobei wir diese Bücher heute wohl eher Kapitel nennen würden. So in einem üblichen Layout kriegen Sie den ganzen Euklid locker auf 400 Druckseiten. In der Tabelle kann man zudem erkennen, aus welchen Perioden so grob die einzelnen Kapitel stammen. Erhebliche Teile der geometrischen Bücher 2 bis 4 und Teile der zahlentheoretischen Bücher 7 bis 9 behandeln tatsächlich Inhalte, die aus der ionischen Periode selbst stammen. Passt also eigentlich heute auch richtig in die Sitzung. Und dann Buch 10 bis Buch 13 enthalten neuere Erkenntnisse so aus dem Dunstkreis der platonischen Akademie und eben von Eudoxos. Und vom Eudoxos stammt auch die Proportionenlehre, wie sie in den Büchern 5 und 6 drin ist. Das ist also deutlich jüngere Mathematik als ionisch. Das Werk orientiert sich im Niveau an den Vorbildern dieser einzelnen Bücher, aus denen das so zusammengestellt wurde oder aus anderen Schriften dieser Autoren und enthält daher auch einige Doppelungen und gerade in den ersten Büchern auch einige Beweislücken und viele der Definitionen würden wir so heute wohl auch nicht mehr durchgehen lassen. Wir schauen jetzt in dieser Lektion mal etwas in die planimetrischen und die zahlentheoretischen Bücher herein, weil dort eben Inhalte aus der ionischen Periode enthalten sind. Aber wir beginnen mal ganz am Anfang und schauen uns jetzt mal an, wie schauen eigentlich so Definitionen und sowas beim Euklid aus. Da nehme ich wieder aus Bequemlichkeitsgründen die Erklärung vom letzten Jahr ein Stück weit her. So sehen bei Euklid Definitionen aus. Manche übersetzen das auch mit Erklärungen. Es gibt verschiedene Euklid-Übersetzungen. Ich habe das halt aus einer rauskopiert, die kostenlos komplett im Netz steht und wo man immer so auf so Punkte klicken kann und dann kommt man auf so eine normalisierte, sehr alte griechische Zusammenstellung.
Das Elementar bezeichnete, ein Punkt hat keine Teile. Das liest man auch öfter als ein Punkt ist, was keine Teile hat. Also ganz leicht zu übersetzen. Eine Linie hat eine Länge, aber keine Breite. Das soll so Geraden betreffen. So, und jetzt geht das so weiter. Diese Definitionen sind für unser heutiges Verständnis, also so ab Hilbert ungefähr, zu dem wir wahrscheinlich nicht mehr kommen in der Vorlesung, eigentlich überflüssig, beziehungsweise ist das merkwürdig. Ab Hilbert hat sich so eingebürgert zu sagen, nein, also das funktioniert nicht. Definitionen müssten ja eigentlich Zurückführungen unbekannter Begriffe auf bereits Bekannte sein. Wenn man jetzt mal etwas nachdenkt, kann das nicht funktionieren, dass man alles definiert. Wenn Sie sagen, eine Definition soll immer etwas Unbekanntes auf etwas schon Bekanntes zurückführen, dann kriegen Sie irgendwann ein Henne-Ei-Problem. Am Anfang gibt es ja mal irgendwas, was Sie nicht durch schon was Bekanntes erklären können. So, und deswegen stehen am Anfang der Geometrie bei Hilbert undefinierte Grundbegriffe, nämlich genau Punkt und Gerade. Die sind gar nicht definiert. Der Hilbert hat dann gesagt, unterm Punkt und unter einer Gerade muss man sich jederzeit auch ein Bierseidel oder einen Sessel drunter vorstellen können. Hauptsache, und das kommt dann durch die Axiome, wird festgelegt, wie sich Punkte verhalten und wie sich Punkte im Zusammenspiel mit Geraden verhalten. Und alles, was sich so verhält, wie in unseren Axiomen festgelegt, dürfte man dann aber im Prinzip einen Punkt oder eine Gerade nennen. Das ist so der Unterschied, also diese Definitionen, die hier am Anfang vom Euklid stehen, die sind aus heutiger Sicht teilweise eher überflüssig, wobei Sie auch sehen, einige sind dann schon so, wie wir das kennen. Ein Dreieck heißt rechtwinklig, wenn es einen rechten Winkel, stumpfwinklig, wenn es einen stumpfen Winkel, spitzwinklig, wenn es drei spitze Winkel hat. Wenn Sie da vorher irgendwo zwischen 7 und 21 stehen haben, was ein rechter Winkel ist und was ein Winkel ist und so weiter, dann haben Sie da natürlich so eine Definition, die Unbekanntes auf bereits Bekanntes zurückführt. Die würde also funktionieren, aber zumindest diese ersten, die da ganz oben stehen, funktionieren eigentlich nicht. Dann gibt es Postulate. Im Euklid gibt es Postulate und Axiome. Die Postulate sind halt das, was wir heute eigentlich die Axiome der Geometrie nennen. Und die Axiome sind eher so ganz allgemeine Regeln. Zum Beispiel, wenn zwei Dinge einem Dritten gleich sind, dann sind sie auch einander gleich. Sie würden jetzt sagen, wenn A ist gleich C und B ist gleich C, dann ist auch A gleich B. Das steht halt bei Euklid, wenn zwei Dinge einem Dritten gleich sind, dann sind sie auch einander gleich. Das nennt er ein Axiom. Und da gibt es noch so ein paar mehr. Wenn man Gleiches um Gleiches vermehrt, kommt wieder Gleiches heraus und so Dinge. Also das nennt er nur die Axiome. Und die Postulate, das wären in unserem Sinne, eigentlich heutigen Sinne, die Axiome der Geometrie. Dann schauen wir uns auch mal die ersten an. Die ersten drei sind besonders wichtig. Von einem beliebigen Punkt zu einem anderen Punkt ist eine gerade Strecke zu ziehen. Zusammen mit und eine gerade Strecke ist beliebig verlängerbar, nennt man auch die beiden Axiome des Lineals. Das legt quasi fest, was ein ideales Lineal macht. Ein reales Lineal sollte zwei Punkte, zumindest wenn der Abstand zwischen den Punkten kleiner ist als die Länge des Lineals, miteinander verbindbar machen. Und jetzt das gedachte, ideale Lineal ist natürlich beliebig lang. Und hier steht quasi, Sie können zwischen zwei Punkte immer durch eine Gerade verbinden. Das nennt man das Axiom des Lineals. Und um einen beliebigen Punkt ist mit beliebigem Radius ein Kreis beschreibbar, nennt man das Axiom des Zirkels. Das ist auch klar, das kann der ideale Zirkel. Auch wieder der reale Zirkel kann das nicht. Weil erstmal hat der Schüler immer so einen zittrigen, dass da kein Kreis rauskommt, sondern eine Spirale, ja, weil der immer enger zusammengeht beim Malen. So, aber darum geht es natürlich nicht. Und der kann einen beliebigen Radius machen, der Zirkel. Das sind also ideale Objekte, über die hier die Rede ist. Und das ist eigentlich auch die Bedeutung von Zirkel und Lineal. Die Bedeutung von Zirkel und Lineal ist, die stehen in den Axiomen. Und jetzt sind alle anderen Dinge sollen, immer wenn man dann sagt, etwas ist konstruierbar, dann heißt das, das ist mit Zirkel und Lineal konstruierbar. Und das war so wichtig, nicht weil Zirkel und Lineal so super toll zum Zeichnen sind, sondern weil man dann gesagt hat, aha,
Die zwei Dinge, dass das geht, dass man Geraden und Kreise zeichnen kann, das schreiben wir in die Axiome. Und jetzt wollen wir ganz viel davon ableiten. Also sind die so wichtig, weil das einfach die Elementarinstrumente sind. Die ideal gedachten Instrumente. Und jetzt heißt immer, die ganz viele Beweise sind jetzt am Anfang dieser Elemente des Euklid Existenzbeweise. Zum Beispiel, es gibt gleichschenklige Dreiecke. Und das wird bewiesen dadurch, dass gesagt wird, eine Konstruktionsanleitung wird gegeben. Lange Zeit war man sich nicht sicher, was mit 5 ist. Das ist auch so ein bisschen komisch hingeschrieben. Und zwei Geraden, die von einer Geraden geschnitten werden, wo die innenliegenden beiden Winkel zusammen kleiner als zwei Rechte sind, treffen sich dort, wonach die Winkel liegen. Mann, Mann, Mann. Also, da steht, wenn man zwei Geraden hat und man legt eine dritte durch, da, wo die Winkel auf der Seite, wo die beiden Schnittwinkel zusammen kleiner als zwei Rechte, also kleiner als 180 Grad sind, ich zeig mal, wo die Winkel liegen, hier. Und hier, da sind die kleiner als 180 Grad. Auf der Seite werden sich die Geraden schneiden. Umgekehrt heißt das auch, wenn die Winkel genau zwei Rechte sind, dann werden die sich nie schneiden. Aber das haben die halt vermieden, hier in dieser Formulierung aufzuschreiben. Das nennt man deswegen auch das Parallelenpostulat, weil man kann das auch umformulieren zu, es ist möglich, zu einer Gerade und einem Punkt immer genau eine Parallele zu zeichnen. Warum kann man das damit zeigen? Weil man dann sagen kann, naja, wenn der Winkel auf der einen Seite kleiner als 180 Grad ist, schneiden sie sich eh auf der Seite. Ist er größer als 180, dann schneiden sie sich halt auf der anderen Seite. Und nur wenn es 180 ist, schneiden sie sich nicht. Also gibt es nur genau eine Gerade, die das erfüllen kann. Das ist also genau das Parallelenpostulat. Nur ist das da anders hingeschrieben, damit man nicht sowas schreiben muss wie, bei Parallelen schneiden die sich im Unendlichen oder irgendwas anderes, was auf Unendlichkeit hinaus will. Das will man halt vermeiden. Deswegen ist das so aufgeschrieben. Ganz, ganz, ganz lange Zeit, also bis Gauss quasi oder gleichzeitig, glaube ich, Bolyai, war nicht klar, ob man aus den ersten 4 Axiomen das 5. vielleicht beweisen kann. Erst bei so Gauss, also doch deutlich paar gut 1600, 700 Jahre später, war dann klar, nein, geht nicht. Man kann quasi Geometrien konstruieren, die alle ersten 4 Axiome erfüllen und das 5. Axiom nicht erfüllen. Die haben dann einige unschöne Eigenschaften, zum Beispiel, dass die Winkelsumme im Dreieck nicht mehr 180 Grad ist. Aber die sind auch ganz praktisch, weil zum Beispiel Kugeloberflächendreiecke haben auch keine 180 Grad Winkelsumme, sondern da hängt das davon ab, wie die gezeichnet sind. Also haben diese Geometrien sogar praktisch Bedeutung. So, da hat man lange dran gerätselt und gibt dann immer wieder Beweisversuche. Dann schauen wir uns vielleicht auch mal eine Proposition, also so einen Satz samt seines Beweises an. Hier ist das jetzt mal nicht aus dem Original Euklid. Den gibt es ja in der Form gar nicht vollständig. Das hier ist was deutlich Jüngeres. Ein Herr Byrne, der war Inspektor von Queen Victoria auf den Falklandinseln, der hat irgendwann ein Buch gemacht, wo der gesagt hat, es wäre doch für die Lernenden der Geometrie gut, wenn da nicht immer diese blöden Bezeichnungen, also Kreis K und so drinstehen würden, sondern wenn ich einfach alle Bezeichnungen mal durch Farben und Piktogramme ersetze. So, und in diesem Buch ist sozusagen dann einfach immer überall, wo bei Dings steht, so der Kreis K oder das Parallelogramm so und so, ist so ein kleines buntes Bildchen reingemalt. Schauen wir uns einmal an, wie Euklid die Grundkonstruktion hernimmt, um damit Existenzbeweise zu führen. Wir machen hier das mal im Stile von einem Let's Play. Thank you.
War der Skeptiker jetzt zu pingelig? Naja, im fünften Postulat legt Euklid sehr viel Wert darauf, uns zu sagen, wann und wo sich Geraden schneiden. Bei Kreisen hält Euklid dazu aber überhaupt nichts fest. Er hält es für anschaulich ausreichend evident, dass Kreise sich unter den gegebenen Bedingungen schneiden müssen. Das kann vielleicht ein erster Hinweis daraus sein, dass die Ansprüche an Beweise und Axiomatik sich im Laufe der Jahrtausende tatsächlich gewandelt haben. Eine moderne Axiomatik müsste auch die Existenz der Kreisschnittpunkte enthalten, eben entweder als Axiom, das nicht bewiesen wird, oder eben dann als bewiesenen Satz. Aber damit wollen wir den Euklid erstmal kurz auf die Seite legen und eine kleine Pause machen, bevor wir uns im vierten Teil dann der ionischen Periode im engeren Sinne und dort zunächst Hippokrates und Thales widmen werden.